Schwarze Löcher und Rheinpiraten. Die fünfte Jahreszeit ist vorüber, die erste beginnt gerade. Der Frühling hat endgültig Einzug genommen. Die Zugvögel sind nach Köln zurückgekehrt und veranstalten zusammen mit ihren einheimischen Freunden lautstarke, frühmorgendliche Zwitscherkonzerte. Schön, findet Oma Wiesengrün. Nervtötend, meinen Hein und Otto einvernehmlich, da sie am heutigen Sonntag gerne ausschlafen würden. Professor Dr. Knautschdiedelpink und seine Assistentin Frau Dr. Dotter fischen nach wie vor im Trüben. Weit und breit immer noch keine heiße Spur in Sicht. Die Untersuchung der Materialsysteme mit außergewöhnlichen Eigenschaften hat bisher nichts, außer die Bestimmung verschiedener Holzarten gebracht. Und die war seltsam genug. Auch die Standardmethoden zur Befundermittlung von Volumen- und Schichtproben verliefen ergebnislos. Wir konnten nur Schildkrötenreste, Muschelreste, Algen und Gänseblümchenmoleküle nachweisen. Und die Tierforschung. Ihre Idee, lieber Professor, war ein kompletter Reinfall. Frau Dr. Dotter fasst alle Punkte ihrer bisherigen wissenschaftlichen Analysen über Heinz' aufwärtstreibendes Boot zusammen. Schade, schade. Tja, Dotterchen, aber heute ist ein schöner, sonniger Sonntag. Und da heißt es, aufs Fahrrad geschwungen und Proben vor Ort machen. Wir machen eine Radtour nach Weiß. Dort wurde das Boot gefunden. Wir finden was. Ich spüre das in meinen Haarspitzen. Wir müssen weiterdenken. Größer. Ich denke an schwarze Löcher und die Dynamik von Galaxien. Wirbelnde schwarze Löcher im Rhein. Lassen Sie uns einfach ein bisschen Elementar- und Astrophysik machen. Der Professor ist in seinem Element und wirbelt Frau Dr. Dotter auf dem Drehstuhl herum, bis ihr schwindelig ist. Das wäre was, wenn er im Rhein ein schwarzes Loch entdecken würde. Bisher treiben die sich ja nur im Weltall herum. Eine Sensation bahnt sich an, Dotterchen. Ich sage nur, Nobelpreis. Eine Radtour in der Frühlingsluft wird den beiden bestimmt gut tun. Da kommen sie auf andere Gedanken und können sich ein wenig auslüften. Die ganze Zeit am Computer sitzen, im Mikroskop starren und die Nase in staubige Bücher stecken, kann auf Dauer nicht gesund sein. Und so pumpen die beiden ihre Fahrräder auf und packen eine Thermoskanne mit frischem Kaffee rein. Sie radeln am Rhein entlang und genießen die neu errungene Freiheit außerhalb der Institutsmauer. Zur gleichen Zeit wird im Rheinbogen die Kanusaison eröffnet. Heute ist Anpaddeln. Endlich! Otto ist begeisterter Kanute und Mitglied im Kanuverein Blau-Weiß Köln. Aber erst kommt die Arbeit. Boote flicken und den Vereinsplatz aufräumen. Dann ab ins Kanu und rein ins große Vergnügen. Als Bootsspezialist ist Hein in seinem Element. Wohin rudern wir denn? Hein, ich denke, du bist Bootsspezialist. Sowas darfst du niemals zu einem Kanuten sagen. Wir paddeln. Wir gucken vorwärts und nicht rückwärts. Nach 2 Stunden konzentriertem Frühjahrsputz ist alles erledigt. Der Platz erstrahlt in neuem Glanz. Auch Hein hat die Zeit genutzt und präsentiert Otto stolz sein selbstgebautes Kanu in Schuhkartongröße. Der Rhein hat Niedrigwasser. Die Strömung ist relativ gering. Unterhalb des Vereinsplatzes steigen die Kinder, die Trainer und Hein in die Boote. Cool! Mit gleichmäßigen Schlägen, aufgereiht wie eine Perlenkette an der Schnur, paddeln die Kanukinder rheinaufwärts, an der Weißer Fähre Krokolino vorbei, hinauf bis zum Sürter Bootshaus, dessen Terrasse mit Ausflüglern voll besetzt ist. An einem so schönen Sonntag wie heute herrscht hier Hochbetrieb. Am Bootssteg ankern etliche Schiffe.
Darunter ein Segelboot mit Piratenflagge. Hein ist Feuer und Flamme. Rein, Piraten, alle Mann an Deck, bereit zur Kaperfahrt. Er vollführt eine halsbrecherische Wende, plumpst beinahe ins Wasser und rammt Ottos Boot. Aufgeregt hüpft er auf Ottos Schulter und schwenkt seinen imaginären Enterhaken. Dabei trompetet er: Ich bin Piratenhain, Schrecken der sieben Weltmeere und aller gut gefüllten Badewannen. Rück die Schätze raus, Schurke. Ich will Gold, Silber und Geschmeide in rauen Mengen sehen, sonst wird dein elendes Schiff versenkt. Sein selbstgebautes Bütchen treibt währenddessen unbemerkt weiter, rein aufwärts. Exakt im selben Moment sitzen der Professor und seine Assistentin auf besagter Terrasse des Syrter Bootshauses bei Reibekuchen und Kölsch. Sie genießen ihren ersten, fast freien Tag seit Wochen. Das ist wie Urlaub. So eine Radtour sollten wir öfter machen. Dotterchen. Frau Dr. Dotter kontrolliert und beschriftet derweil die kleinen Glaskolben mit Wasser, Sediment und Pflanzenproben aus dem Rheinbogen. Das mit den schwarzen Löchern und den dynamischen Galaxien im Rhein, das haben Sie doch nicht ernst gemeint. Das haben Sie doch nur im Spaß gesagt, oder? Nee, bei der Forschung versteht der Professor überhaupt keinen Spaß. Lecker. Wie bitte? Spaß? Frau Dr. Dotter, Sie sind kleinkariert. Wenn Sie als Wissenschaftlerin ernst genommen werden wollen, dann müssen Sie größer denken. Sie müssen neue Wege beschreiten, eingetretene Pfade verlassen. Ja, so wird das nie was mit dem Nobelpreis. Spaß. Pah. Empört funkelt Knaut Stiedelpink seine Assistentin an. Während der Professor funkelt und Frau Doktor kleinlaut Löcher in die Tischplatte starrt, treibt Heinz selbstgebautes Kanu an der Terrasse des Bootshauses direkt an den wissenschaftlichen Spürnasen vorbei, den Rhein hinauf. Schaut mal, da schwimmt der Nobelpreis. Nicht gesehen? Vorbei. So ein Pech. Ihr wart ganz dicht dran, Professor. Wow.